Hallo du Liebe, heute gibt's ein neues Video. Wir machen endlich hier weiter. Und ja, es gibt noch ein paar Neuerungen bei mir. Ich habe jetzt mittlerweile ein Baby seit März und das liegt ja auch immer, also wenn du irgendwelche Babygeräusche zwischendurch hörst, das ist meins. Ich habe jetzt einen schönen Hintergrund. Ich habe jetzt nämlich eine neue Büroecke in meiner Wohnung und ja, ich habe einiges die letzten Wochen vorgeplant. Ich hatte durch das Baby zwischendurch immer so Zeit, dass ich Ideen gesammelt habe und Themen gesammelt und möchte einfach heute mit einem Thema anfangen, dass wir so ein bisschen allgemein sprechen und dann wieder so reinkommen in unseren Zeitraum. Ich versuche jede Woche jetzt ein Video zu machen und versuche auch Blogbeiträge zu machen. Ich sage extra versuche, weil ich das im Moment einfach nicht abschätzen kann, ob ich das immer schaffe. Zeitlich, aber es soll jetzt mal hier weitergehen. Ja, und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, dass man ja oft als Introvertierte, als zu ruhig betitelt wird oder als Hochsensible, als zu sensibel, zu sanft, zu, wir kennen das ja alle. Und dass eigentlich aber das so ist für mich, wenn ich das so rausempfinde, dass mir das Leben oft zu laut ist. Und da habe ich mir gedacht, sprechen wir heute drüber. Und schreib mir gerne deine Kommentare oder deine Gedanken und Einfälle, was du dazu zu sagen hast, in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, was wir alle darüber so denken. Ja, und wie bin ich auf das Thema gekommen? wir sind alle ja in einer gewissen Krise in dieser Welt. Und ich merke, dass sehr viele sehr stark die sozialen Kontakte vermissen. Und das geht mir teilweise auch so, dass sage ich auch ehrlich, aber ich merke, es ist nicht so stark, weil ich teilweise einfach auch das genieße, ein bisschen Ruhe zu haben. Ich habe es zum Beispiel nach der Geburt gemerkt, dass ich mich auch ein bisschen gefreut habe, dass ich das als Ausrede nutzen konnte, damit nicht so viel Besuch kommt direkt. Und ich erstmal meine Zeit alleine mit Baby und mit meinem Mann, meine Mutter war noch da, genießen konnte und mich so zurückziehen konnte und einfach so, ja, diese gewisse Ruhe, die trotzdem dann im Leben liegt, dadurch, dass man nicht so viele Kontakte hat und nicht so viel machen kann und so, hat man ja eine gewisse Ruhe, ein ruhigeres Leben, dass ich das sogar teilweise sehr genieße. Und das darf man ja teilweise gar nicht sagen. Aber für mich ist das manchmal echt schön, einfach diese Ruhe zu haben. Und ich bin ja eh so ein Mensch, dir geht das wahrscheinlich auch so, dass ich in der Ruhe sehr viel Kraft finde. Ich tanke halt dann auch wirklich Energie auf. Vor allen Dingen, ich merke das so, mein introvertierter Teil braucht sehr oft ruhige Zeiten und alleine sein und einfach so diesen Ausgleich zum ständigen lauten Leben. Und ich habe das gemerkt, dass ich teilweise sogar so Phasen habe, wo ich zwar schon reden möchte, aber dann höchstens so mit meiner Mutter, meinem Mann und mit ein paar Freundinnen und das war's dann. Also ich mag das gar nicht, dann so mit anderen Leuten so stark zu reden oder so. Und ich merke das, wie richtig mein Mund einfach sagt, sei einfach leise. Und mir haben auch einige von euch geschrieben, ich habe die Situation auch schon ganz oft erlebt, dass man ja so dazu angestachelt wird, so nun sag doch mal mehr, nun red doch mal lauter, nun sei doch mal mehr präsent. Und ich habe manchmal so Tage, da möchte ich gar nicht so viel reden, da möchte ich gar nicht so viel sagen und so viel erzählen und brauche einfach diese Ruhe. Und da ist mir das Leben außerhalb dann manchmal dann wirklich zu laut. Ja, und das fängt schon damit an, dass man, wenn man durch die Stadt läuft oder so, bei mir ist das nicht so, ich lebe hier, ja, ich würde sagen, sehr zurückgezogen in der Stadt. Aber sonst, vielleicht kennst du das, dass man auch so auf Leute trifft und dann mit denen halt Smalltalk macht und wie geht's dir und dieses Hin und Her, ohne dass einer wirklich was sagt und das ist gar nicht so wichtig. Und ja, dass mir das dann einfach schon zu viel ist. Das ist mir schon zu anstrengend an manchen Tagen, da schaffe ich das dann gar nicht. Obwohl ich sehr geübt bin im Smalltalk, weil ich das halt durch meine Selbstständigkeit einfach sehr, ich war auf sehr vielen Business-Treffen früher und musste das dann auch üben teilweise, musste da auch sozusagen damit präsent sein. Und trotzdem mag ich es nicht. Und ich finde, das Leben an sich ist teilweise einfach sehr, sehr schnell geworden. Ich glaube, deswegen ist es auch für viele Menschen sehr schwierig, jetzt im Moment zurückzufahren mit dem Leben und einfach dieses ruhigere
zu akzeptieren, weil das für viele normal ist, in einer schnelllebigen Welt mit jeden Tag Termine und Stress und dies und das zu erleben. Und für mich ist es gar nicht so wichtig, dass ich jeden Tag extrem beschäftigt bin mit Terminen und so. Ich habe das eher so, ich bin gerne so für mich alleine und mache so mein Ding. Ich brauche sehr viel Ruhe, um wieder Kraft zu tanken. Und ich brauche nicht, dass das Leben so laut und schnell immer wieder an mir vorbeizieht, sondern ich mag sehr gerne ein ruhiges Leben zu haben. Und ja, ruhig im Sinne von Lautstärke, aber auch ruhig im Sinne von, was füllt das Leben alles aus, was will man da alles reinpacken. Und ich habe für mich gemerkt, dass es, also ich bin eigentlich so ein Typ, ich mache gerne sehr, sehr viele Projekte. Und wenn du mich hier schon etwas länger kennst, ich arbeite auch sehr gerne. Und es passiert mir sehr oft, dass ich sehr viele Ideen habe und die alle umsetzen möchte, und zwar alle gleichzeitig. Und ich habe gemerkt, dass es für mich viel, viel schöner ist, wenn ich jedem Projekt seine Zeit gebe und jedem Projekt auch die Möglichkeit gebe, dadurch wirklich zu wachsen. Ja? Das war sehr anstrengend lange für mich, dass ich das so mache und so plane, und ich merke da auch oft immer noch, dass es mich dann nervt, wenn ich nicht so schnell damit fertig werde. Obwohl es ein schöner Prozess ist, trotzdem setze ich mich dann teilweise unter Druck, weil ich immer dieses Gefühl habe, es muss schnell gehen, es muss ganz schnell sein. Und ich glaube, das ist einfach, weil wir das so geprägt kriegen, auch ganz viel von der Gesellschaft, dass wir halt schnell agieren müssen und es muss schnell fertig sein und da gibt es Deadlines und dies und das. Und es ist schade manchmal, dass man das auch für so Sachen nimmt, wo man eigentlich sein Herz reinstecken möchte. Und ja, ich habe wirklich dadurch gespürt, dass es, das Leben ist teilweise sehr, ja, sehr auf Extrovertierte ausgerichtet, sage ich jetzt mal. Und wir Introvertierten, wir wirken manchmal so, als würden wir da so ein bisschen zurückhängen. Ich meine das gar nicht so im Negativen, sondern einfach in dem Sinne, dass wir halt eher so die sind, die halt nicht diesen Action, dieses Action-Leben brauchen und den ganzen Tag Action und Action und Action, sondern auch teilweise einfach sehr, ja, sehr gut uns mal hinsetzen können auf eine Bank und einfach träumen können und diese Ruhe total genießen und halt nicht dann immer jemanden zum Reden zum Beispiel brauchen oder stundenlang mit jemandem sprechen müssen oder stundenlang ein Hobby nach dem anderen runterrattern müssen und sonstige Sachen, ja. Ich denke mal, du verstehst, was ich meine. Und ich habe früher zum Beispiel das so gelebt. Ich hatte sehr viel Sachen im Leben, die alle an einem Tag geschafft werden mussten. So viel, dass das gar nicht mehr machbar war. Und ich habe selbst gemerkt, dass durch diesen Stress, den ich dadurch hatte, und dieser Stress, der auch innerlich entstanden ist, ich einfach gar nicht mehr zur Ruhe gekommen bin und wirklich auf so einem gewissen Stresspegel einfach weitergelebt habe. Und dieses, ja, ich konnte nicht mehr sitzen 5 Minuten, ohne dass ich schon wieder Stress hatte, weil ich ja wieder irgendwas nicht fertig kriege. Und das bezog sich gar nicht nur auf Arbeit, auch auf irgendwelche anderen Sachen, dass ich dann wieder los musste und hier wieder. Und ich habe das heute sehr stark immer noch, wenn ich einen Termin habe, egal wie schön oder nicht schön der ist. Manchmal hat man ja so Termine, die nicht so toll sind. Aber man hat ja auch ganz oft Treffen mit Menschen, die man einfach sehr gerne sehen möchte, und Termine. Ich bin trotzdem vorher nervös und ich kriege das einfach gar nicht hundertprozentig weg, dass ich sagen kann, ich gehe entspannt dahin. Sondern ich bin immer ein bisschen gestresst und irgendwas rede ich mir immer ein, dass ich zu spät komme, dass es nicht gut ist, was ich da mache, dass ich nicht gut vorbereitet bin. Ich gehe auch sehr oft Gespräche einfach durch. Vielleicht geht es dir ja insgesamt auch so, dass du merkst, dass du immer wieder gesagt wirst, du bist zu ruhig, oder vielleicht das auch selbst denkst. Ich denke das auch ganz oft selbst. Ich sage auch sehr oft, ich bin unsozial, weil ich halt nicht so viele Menschen treffe und weil ich halt nicht immer Menschen um mich haben möchte und auch nicht das so schön finde, wenn man stundenlang Zeit miteinander verbringt oder jeden Tag stundenlang telefoniert und WhatsApp noch und dies und das. Vielleicht kennst du das von dir auch, dass du dir dann so denkst, bin ich unsozial? Wenn du es bist, sind wir es beide. ja, aber ich finde das ganz wichtig, dass man selbst erkennt, wo sind die eigenen Grenzen. Ja, und das möchte ich dir heute auch so ein bisschen mitgeben, dass du so lebst, dass du versuchst zu erkennen, wo sind deine eigenen Grenzen und was brauchst du als leise und sensible Frau, was brauchst du?
und dir das auch zugestehst, ja, und dadurch auch mal herausfinden kannst, was gleicht dich wieder im Leben aus. Vielleicht hast du einen sehr anstrengenden Beruf oder kennst anstrengende Menschen oder machst dir selbst sehr viel Stress. Ja? Es gibt ja immer so gewisse Punkte. Vielleicht sind es gar nicht Menschen von außen, sondern du selbst machst dir diesen ganzen Stress. Und da möchte ich dir mitgeben, dass du versuchst zu gucken, wo sind denn deine Grenzen? Ab wann bist du geschafft? Ab wann bist du müde? Ab wann brauchst du Ruhe für dich? Ab wann brauchst du Zeit alleine? Und versuchst dadurch Ausgleiche zu finden. Und wirklich schaust, was tut dir denn gut? Sind es 5 Minuten mal eine Tasse Kaffee trinken oder ist es was anderes? Ja, dass du einfach für dich erkennst, wer bist du und was brauchst du. Und ja, ich habe mir gedacht, ich lade dich deswegen nochmal zu den Zeilen Power Ladies ein. Ich blende dir dazu auch kurz was ein. Du findest auch einen Infolink einfach in der Beschreibung zum Video. Denn dieses Jahr bin ich damit gestartet, dass wir gemeinsam bei den Zeilen Power Ladies, meiner Community ist das, meine Online-Community, jeden Monat einen Online-Kurs machen und ein Thema damit haben, womit wir uns ein kraftvolles Jahr machen. Und das bedeutet für mich, dass wir kraftvoll auf unsere leise Weise werden, und zwar als leise und sensible Frau. Und im ersten Quartal, die Kurse gibt es schon alle, die ersten 3 Kurse sind schon online. Der 4. startet jetzt bald, der 4. April. Aber in den ersten 3 Kursen lernst du wirklich ein bisschen mehr über dich selbst kennen, über dich als leise und sensible Frau und kannst dann auch mal stärker gucken, was brauchst du wirklich? Was sind so die Sachen, die für dich ganz wichtig sind? Ja? Und die Silent Power Ladies sind einmal eine Community, wo du dich mit uns austauschen kannst über eine Facebook-Gruppe und wir machen auch zwischendurch Webinare, wo wir miteinander sprechen. Aber vor allen Dingen auch, was ganz wichtig für dich ist, du findest dort mittlerweile 19 Online-Kurse und kannst da ganz für dich alleine stärker in das Thema reingehen und einfach mal auch Zeit für dich alleine nutzen, um dich intensiver mit dir selbst auseinanderzusetzen. Ich habe da schon ganz viele Infos zusammengetragen und ganz viele kleine Kurse gemacht, die du auch gut stückchenweise durchgehen kannst für dich in deinem Tempo, auch mal nur 5 Minuten oder so dich da hinsetzen kannst und so einfach tiefer ins Thema eintauchen kannst, wenn du sagst, ich kann da nicht so mit jemandem drüber reden, ich möchte das aber auch alleine für mich aufarbeiten, wer bin ich, was macht mich aus und ja, das ist eine Sache, wo ich dieses Jahr ganz stark den Fokus drauf lege, dass du auch alleine für dich innerhalb der Community agieren kannst und einfach diese Kurse machen kannst und dir so jeden Monat Zeit für dich nimmst und merkst, wie du jeden Monat kraftvoller wirst. Das war ein ganz wichtiges Anliegen von mir und für mich ist es auch ganz wichtig, weil ich habe gemerkt, dadurch gehe ich die Themen nochmal ganz schön durch und kann dir auch wertvolle Tipps mitgeben. Wenn du das möchtest, wenn du dich dafür interessierst, ich lade dich gerne ein. Du kannst gerne einen Monat auch mal nur austesten. Für 49 € ist das im Monat und kannst dann mit dabei kommen. Und ich freue mich sehr, dich in der Community zu sehen. Jetzt habe ich noch eine Sache. Ich habe ganz viele Themen mittlerweile zum Thema Introvertiertheit und Hochsensibilität. Und mich würde es mal interessieren, welche Bereiche dich sehr stark zurzeit bewegen und sehr stark interessieren. Ich mache das immer wieder, dass ich nachfrage und ich habe auch schon ganz viel Feedback von einigen von euch gekriegt. Ich würde es aber nochmal interessieren, ob vielleicht mal so spezielle Themen ganz interessant für dich wären zum Thema Beruf, Beziehungen, Freundschaften, Zeit für dich alleine, was gibt's noch? Überhaupt, was ist Hochsensibilität, was ist Introvertiertheit? Es gibt bestimmt noch andere Hobbys. Sollen wir kreative Sachen machen mehr mal? Oder was würde dich interessieren? Und mir das einfach mal in die Kommentare schreibst gerne. Es reichen auch Stichpunkte. Ja, es gibt noch so einige Themen, zum Beispiel Thema Beziehungen und Partnerschaft und so wird sehr oft angefragt. Ich habe ein bisschen Angst, das Thema durchzugehen. Ich kann gar nicht sagen, wieso. Einfach, weil ich nicht bei Partnerschaften gerne so reinrede. Aber vielleicht können wir das ja mit Thema Beziehungen in Sachen Freundschaften machen oder Familienbeziehung oder so. Und dann zieht man da auch was für die Partnerschaft raus. Aber vielleicht hast du ja ein Thema, was dich speziell irgendwie anspricht oder wo du sagst, es beschäftigt mich einfach sehr stark, lass uns darüber reden. Und ja, für mich ist das einfach total wertvoll, weil so findet für uns hier ein Austausch statt und ich kann auch so ein bisschen stärker noch mit dir agieren in den Videos.
Ja, und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf das nächste Video mit dir und ja, danke einfach, dass du da bist.